Hallo zusammen, ich bin Reto, Co-Projektleiter von Plushboard at Home und ich zeige euch jetzt den einhändigen Einfädler. Natürlich könnt ihr den auch auf einem Bein machen, dann wäre es dann der einbeinige, einhändige Einfädler, fördert nicht nur euer Fingerspitzengefühl, sondern auch euer Gleichgewicht. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.